Hallo, freut mich, dass du bei Offroad Mechanics Simulator Prolog First Job dabei bist. Ja, wir sind letzte Folge durch den Wald gerauscht und jetzt sollen wir unseren Nissan Watcher reparieren. Ist den überhaupt so weit hochlassen? Man weiß es nicht, vielleicht auch übertrieben, aber macht nichts. So, Auto modifizieren. Das haben wir. Was soll ich denn noch modifizieren? Da haben wir... Oh, okay. Da hatten wir eigentlich schon alles gemacht. Auf Schäden prüfen. Demontage, Diagnose von Schäden, Taste R und einmal hier drücken. Okay. Entwickle dich, öffne den Fertigkeitenbaum. Haltbarkeit, Vorderseite, Halbwelle, Halbwelle. Okay, Vorderseite und Rückseite. So, wie kriege ich das hier weg? So, ich soll mich entwickeln. Wo entwickle ich mich? Ich kann hier nichts anklicken. Hallo? Am Tablet? Nein. Garage ausbauen. Ah, okay. In diesem Bereich kannst du deine Werkstatt ausbauen, indem du mit Fertigkeit punkten oder Geld neue Upgrade kaufst. Nachdem du neue Level der Garage freischaltest, kannst du noch mehr nützliche Upgrades kaufen. Im nächsten Panel kannst du deine Fertigkeiten upgraden. Der Kauf von diesen ist entscheidend für deinen Erfolg, denn so kannst du mehr Geld verdienen und deine Werkstatt schneller ausbauen. Na, das hört sich doch mal gut an. Ja, dann wollen wir da mal drauf drücken. So, okay, entwickle dich. Garagenlevel. Schalte die Autowaschanlage, einen Garagenplatz mit Wagenheber und einen Parkplatz mit einem Stellplatz frei. 5 Punkte haben wir. Garagenbereich. Wie komme ich dann hier weiter? Gar nicht. Soll ich das auswählen? -3. Ich wollte erstmal den nächsten Bereich. Machen wir das hier weg. Tab, entwickle dich. Fertigkeit Garage Level 1 freischalten. Okay, das sollen wir machen. Dann machen wir das. Hier ist jetzt der Spielerbereich. Okay, besseres Planen. Schnellere Hände. Das ist sehr schön. Das lassen wir aber erstmal. Vielleicht kommt da auch noch vom Tutorial was. Auto in die Waschanlage bringen. Na, dann lasse ich ihn halt wieder runter. Umsonst hochgelassen. Naja, dreckig genug für die Waschanlage ist er ja. Das können wir da gerne machen. So, einmal runter. Und Waschanlage. Hier? Hier ist keine Waschanlage, da ist nur das Abwasserrohr. Ah, hier. Okay, hier bin ich. Oh. Um Fahrzeuge zwischen Stellplätzen und Werkstätten zu bewegen, drücke E irgendwo auf den Boden. Du siehst nun eine Karte deiner Werkstatt. Jetzt kannst du auf linke Maustaste an beliebiger Stelle klicken und das Fahrzeug, das du dorthin verschieben möchtest, aus der Liste auswählen. Wenn du eine bereits belegte Stelle auswählst, wird das dort stehende Fahrzeug mit dem soeben versetzten getauscht. Okay. Einfach E auf irgendeine... Wie jetzt? Ah, hier. So, hier ist die Waschanlage. So, das ist einfach genug. Finde ich gut. Das geht easy. Und jetzt hier waschen. Um dein Auto zu waschen, musst du es in die Waschanlage bringen. Und dann den dortigen Hochdruckreiniger nehmen. Danach richte den Sprüher auf das Auto und benutze linke Maustaste, um das Waschen zu starten. Du kannst rechte Maustaste verwenden, um etwaige Verschmutzungen an Fahrgestell und Karosserie hervorzuheben. Ja gut, dann geht's los. Oh, okay. Da wird auch angezeigt, was verschmutzt ist. Ah, okay. So, das geht recht easy. Sehr schön. So, die Reifen sauber machen. Hier unten nicht vergessen. Da ist noch was. Musst du weggehen. Der Dreck geht nicht weg. Wo ist denn... Da ist noch alles voll. Hier unten der Dreck geht nicht weg. Warum eigentlich nicht? Zuerst oben sauber sein. Okay. Schön, dass auch grün aufleuchtet, wenn man ein Teil fertig hat. Also jetzt zum Beispiel die Tür oder so. Sehr gut. Hier noch ein bisschen. Okay. Waschbürste brauchen wir Gott sei Dank nicht. Müssten wir ja noch rumschrubben. Das können wir uns sparen. Wie komme ich eigentlich ans Dach ran? Gibt es hier eine Leiter? Ich glaube nicht, ne? Das geht dann von alleine irgendwie, oder? Lassen wir uns mal überraschen. Machen wir hier mal schön sauber. So, ein bisschen langsam machen. Unten am Rad bleibt immer Dreck übrig.
Warum auch immer. Okay, probieren wir es hier vorne. Wie gesagt, ich frage mich, wie wir aufs Dach kommen sollen, zum Dach reinigen. So, hier können wir aber zumindest mal runtergehen. Nur gut, dass wir keinen Schlauch wie sonst in der Waschanlage haben. Sonst müsste ich mir den immer hinterherziehen. So, jetzt wird es hier unten mal sauber gemacht. Kommen wir dahin? Nein. Sehr schön. Der Strahl könnte ruhig ein bisschen breiter sein, dann wird es nicht so lange dauern. Aber naja, hier komme ich wieder nicht hin. Das ist wieder außen. Die Reifen. Ja, da komme ich hin. Da kommen wir auch noch hin. Ist der Reifen schon sauber hier? Anscheinend. So, der Unterboden ist ein bisschen besser zu säubern. Da sieht man den Dreck besser. Ah, ich kann einmal drücken, dann wird das Rot hervorgehoben. Ich dachte, man muss gedrückt halten, aber nein. Also einmal rechte Maustaste, dann wird es rot, dann sieht man es ein bisschen besser. Das ist sehr schön. Oder halt wieder normal, dreckbraun. Wie gesagt, ich dachte, man muss die Maustaste gedrückt halten, aber das ist nicht der Fall. Was auch sehr schön ist, so habe ich hier unten alles. Ja, scheint so. Der Aufbau ist noch schmutzig. Wie gesagt, wie komme ich aufs Dach? Wahrscheinlich brauche ich das gar nicht. Hier vorne reicht wohl. Okay, erledigt. Posteingang öffnen, Auftrag beenden. So, dann macht das mal, das legt es mal ab hier. Ja, da strahlt er wieder in schönem, sauberen Weiß. Dann schauen wir, was der Posteingang so zu uns sagt. So, herzlichen Glückwunsch. Ein Fertigkeitenpunkt, neues Rennen Wald Concrete Tour 2. Okay, haben wir freigeschaltet. Das haben wir beendet, sehr gut. Hier haben wir einen neuen. Mein Problem ist folgendes, kannst du mir ein bisschen helfen? Der hintere Teil des Fahrgestells meines Kuriers knallt beim Fahren irgendwie seltsam. Ich kenne mich noch nicht so gut mit Autos aus, aber ein guter Freund von mir hat mich an dich verwiesen. Kannst du dir das Ganze mal anschauen und die kaputten Teile reparieren oder durch neue ersetzen? Ja, das werden wir gerne mal probieren. Oh, ich habe ja zwei Hebebühnen. Die eine ist mir gar nicht... Ach so, die wurde ja freigeschaltet mit dem Level Up. So, Schäden prüfen. Ja, dann wollen wir mal prüfen, was da so im Argen liegt. Da leuchtet es schon rot. Differentialrückseite, Querlenkerrückseite, Querlenker oben, Bremsscheiben. Okay. Da würde ich... Na, wirst du mich loslassen? So. Reparieren, ausbauen, Bremsscheibe, Querlenker und Differential. Na, dann mal ab nach oben mit dir. So, für die Bremsscheiben würde ich sagen, müssen wir erstmal die Reifen abnehmen. Na, du sollst bei dem Reifen bleiben, bitte. Demontage brauchen wir. Nein, Demontage. Um das Teil auszubauen. Linke Maustaste. Na, hallo? Wieso geht das nicht? Hier bin ich doch richtig, oder? Fahrgestell, Motor, Winde. Brauche ich den Reifen gar nicht abnehmen? Das ist ja komisch. Modus Montage, Modus Demontage, ja. Ich möchte die Schrauben... Wo sind denn die? Sind da gar keine Schrauben drin? Ach, jetzt? Mein Gott, Entschuldigung. Ich war so verwirrt, dass das nicht mit einem Klick ging, dass ich da nicht dran gedacht habe, dass ich ja da die ganze Zeit drauf drücken muss. So, jetzt sieht es schon besser aus. Jetzt kommen wir auch voran. So, das Teil werden wir wahrscheinlich auch abbauen müssen. Sonst werden wir wahrscheinlich nicht an den Rest rankommen. Ja, Schraubendrehgeschwindigkeit wäre nicht schlecht. So, kommen wir weg hier. So, da haben wir einen Teil mal erledigt. Können wir den Stoßdämpfer auch gleich rausmachen. Und dich hier auch. Machen wir gleich alles weg, was hier zum Wegmachen ist. Der Seite, dann gehen wir rüber. Okay, dich können wir auch gleich. Na, nicht wieder darüber. Ah, die A-Taste geht wieder nicht.
Ach, das ist doch. Okay, das ist echt ein Manko, wenn die eine Taste nicht funktioniert. Es gab schon einen Patch für. Na, der war falsch. Für den Prolog. Aber anscheinend habe entweder nur ich das Problem mit dieser Taste oder. Das weiß ich nicht. Wenn es bei euch genauso ist, dann schreibt es mir doch mal in die Kommentare, wie ihr auch Probleme habt, falls ihr das spielt. Wie gesagt, einmal habe ich das Problem gelöst. Da bin ich einfach in die Einstellungen gegangen. Und, na, wie komme ich jetzt an das Rad rüber? Da. Und habe dann einfach mal auf Englisch umgestellt, die Taste nochmal neu belegt und dann ging es plötzlich. Das hat das letzte Mal aber nicht funktioniert. Also war es vielleicht echt nur Zufall. Also die Taste an meiner Tastatur ist definitiv nicht kaputt. Die geht auch in diesem Spiel. Also beim letzten Mal ging sie noch und sie funktioniert auch sonst. Nur wie gesagt, hier irgendwie will sie nicht. Warum auch immer. Ja, ich kann gleich nochmal in den Einstellungen gucken. Vielleicht einmal neu belegen und dann funktioniert es vielleicht. So, hier ist der Stoßdämpfer, die Feder. Stoßdämpfer runter. So, wo haben wir denn noch was hier? So, Schrauben raus. Na, ganz raus, so. Ich gehe mal ganz kurz in die Einstellung. Steuerung. Taste A. Also hier geht die Taste. Er nimmt sie ja auch. Aber im Spiel geht sie irgendwie nicht. Also nicht, wenn ich hier schrauben möchte. Nee, geht immer noch nicht. Also ganz komisch. Vielleicht ist das noch ein Problem zwischen englischer und deutscher Tastatur, aber kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Weil die A-Taste ist, glaube ich, bei beiden Tastatureinstellungen gleich. Naja, nichtsdestotrotz, wir schrauben das hier auseinander. So, du kommst noch weg. Schraube raus. Teil abgebaut. So, jetzt kann der hier weg. Na, kommen wir da ran, ja. Nicht zu weit drehen, denn wir können nicht zurückdrehen. Müssen wir wieder im Kreis rum. So, was fehlt noch? Ah, okay. Hier haben wir noch. Einmal Halbwelle. Und zweimal Halbwelle. Und dann können wir die Differential abbauen. So, gleich geschafft. Okay. So, kaufen. Kaufen ist immer gut, solange man Geld hat. Bremsscheibe. Kann ich mir die hier auch irgendwie markieren oder so? Nein, nicht E-Mail. Moment. Shop-Basisteile, das kennen wir. So. Geh mal du weg. Wir brauchen Toyota Ground Courier Original Bremsscheibe. Original. Wo ist ein Toyato? Heißt das hier? Toyato da. So. Ground Courier Original Bremsscheibe. Brauchen wir zweimal. Die nehmen wir mit. Original Querlenker oben. Aufhängung, würde ich sagen. Ganz unten, oder? Ja, genau, ganz unten. Wir brauchen Courier Original Querlenker oben. Wo ist der Querlenker? Achsschenkel. Querlenker. Hallo? Könnten das. Ah, hier ist er. Könnten das Suchfeld. Original Querlenker oben. Zweimal ist das Vorderseite. Moment. Wir brauchen Rückseite. Unten Vorderseite. Moment, wo ist er denn? Spurstange, Stoßdämpfer. Querlenker oben, Rückseite. Das ist Vorderseite. Das ist Vorderseite. Kann ich mir hier irgendwie nur den
So, wir probieren es mal so. Vielleicht ist das dann einfacher zu finden. So, Halbwelle, Antriebswelle. Wir suchen den Querlenker. Vorderseite, Vorderseite. Ah, hier ist er doch. Rückseite unten und wir brauchen oben. Hier ist er oben. Querlenker. Zweimal. So, dann benötigen wir Differential, Rückseite. Differential war doch hier oben irgendwo. Differential, Rückseite. Okay. Den nehmen wir auch mit. So, dann haben wir alles. Und dann wird mal fleißig montiert. Also wie gesagt, laufen kann ich hier mit der A-Taste. Also es geht nach links. Nur in diesem Reparaturmodus, da will es einfach nicht funktionieren. Warum auch immer. So, Montage. Wir fangen damit an. So, na, auswählen, anschrauben. So, wir haben auch eine neue, ja, freigeschaltete neue Fahrt durch den Wald. Oh, wow. Da ganz schön viel zu montieren jetzt. Ja, nimm den mal. Da bin ich auch gespannt, was da auf uns zukommt. So, wir fangen erstmal mit diesen anderen Teilen hier an. Bevor wir die Stoßdämpfer und das alles anschrauben. Ja, wenn ihr euch wundern solltet, falls ihr das vorherige, die vorherige Folge nicht gesehen habt, dass hier keine Musik ist. Ja, die habe ich deaktiviert, weil das ist bei YouTube da nicht so einfach, wegen Copyright und so einem Zeug. Da weiß man nie, woran man genau ist. Deshalb habe ich das einfach mal einfach ausgemacht. Es gibt Musik in diesem Spiel und die hört sich sogar recht gut an. Aber das müsst ihr dann, wenn ihr selber spielt, werdet ihr das schnell herausfinden. Das kommt echt gut. Das passt. Aber wie gesagt, für das Let's Play lasse ich die weg. Aus den einfachen Gründen wegen Hochladen bei YouTube. Weil es da unter Umständen Probleme geben kann. Weil es gibt Musiktitel, die haben einen Interpreten unterm Namen. Ich zeige euch das kurz. Hier. So, hier. Java Psych. Ich weiß nicht, sind das irgendwelche Interpreten? Ist das lizenziert oder nicht? Oder braucht man dafür eine Lizenz? Das habe ich nicht vor, herauszufinden. Sonst kann ich euch die Folge dann nicht zeigen. Und das würde ich schon gerne machen. Weil das Spiel macht nämlich richtig Spaß. Gefällt mir gut, die Schrauberei und die Offroad-Fahrerei. Also zumindest das erste, das wir gemacht haben, oder letzte Folge, das erste Rennen so gesehen, dass ich gefahren bin. So, schrauben wir den schnell hier zusammen. Dann können wir das abgeben. Also, Feder auswählen. Ja, wählen mal aus. Vorne habe ich noch was vergessen. Hier. Den Stabilisator. Den brauchen wir natürlich. Na, warum zoomt der immer so weit weg? Zu nah ran zoomt, sieht man nichts. Wenn er zu weit weg zoomt, dann sieht man auch schlecht, weil die Schrauben mal doch recht klein sind. Okay, ich glaube, das meiste haben wir schon. Ah, Moment mal. So, den hier haben wir vergessen auf beiden Seiten. Das brauchen wir natürlich. Na gut, ohne den wäre es eh nicht weitergegangen hier. So, die Mutter noch drauf. Bremsscheibe drauf. Na, Bremssattel. Dann können wir schon den Reifen hier drüben montieren. Dann sind wir hier durch mit der Seite. So, dann die andere Seite kurz gemacht. Na, jetzt kann ich wieder nicht. Na, geh mal darüber. So. Du kommst da drauf. Dann brauchen wir dich hier. Sehr schön. Radnabenmodul. Drauf da, angeschraubt. Bremsscheibe drauf. So, hat er jetzt eigentlich die neuen genommen? Ich glaube, oder? Also ich hoffe, ich habe jetzt echt nicht aufgepasst, aber ich glaube, er wählt immer von automatisch die neueste aus. Wäre ja blöd, wenn wir jetzt die alte montiert hätten. Das wäre ganz doof. So, das haben wir.
Und fertig. Toyota Crown Courier testen und die Fahrt starten. Concrete Tour Nummer 2 Schlammbad. Das hört sich ja an, Schlammbad. Super. Wie bei SnowRunner, wo ich meine LKWs zur Farm bringen wollte, war auch so ein Schlammbad. Ja, sieht doch schick aus. Vor allem so sauber. Nur gut. Das Schlammbad, die Testfahrt machen wir in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da und bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.